Und wenn wir alles richtig gemacht haben, sollten wir für jedes Mal spielen dieser Mission 58.000 GTA-Dollar bekommen und über 3.000 RP. Ihr seht das Ganze gerade, macht diesen Glitch sofort nach. Let's go. Und alles, was ihr jetzt für diesen heftigen Money und RP-Glitch machen müsst, ist euch einfach einmal einen Job markieren. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Dann geht ihr einfach einmal auf markierte Jobs zu den Überlebenskämpfen und startet hier Modded Survival Shaded. Genau diesen Job starten wir jetzt einfach einmal. Und sobald wir gleich im Job drinne angekommen sind, bestätigen wir dann einfach einmal alleine die Einstellung und starten dann ganz einfach einmal den Job alleine. Ihr seht das Ganze hier gerade. Ich habe mir nochmal eine Panzerung gekauft und starte jetzt einfach einmal den Job ganz alleine. Und wenn du immer noch nach günstigen Unlock-All-Accounts wie günstigen Moneyboost für deinen Account suchst, die auch zu 100% sicher sind, habe ich hier genau das Richtige für dich. Denn mein neuer Partner, JG Gaming, natürlich auch der erste Link in der Videobeschreibung, bietet dir nämlich genau diese Sachen an. Und mit dem Rabattcode MONKEY10 spart ihr auch noch 10% auf euren ganzen Einkauf. Also check gerne mal die Seite ab, erster Link in der Videobeschreibung und let's go mit diesem Video. Der ganze RP-Glitch ist auch solo, also mit dem Geld und dem RP, was wir am Ende bekommen. Der ganze Glitch ist wie gesagt solo. Und sobald wir jetzt in dieser Mission hier drinnen angekommen sind, müssen wir jetzt gleich einfach einmal 20 Wellen durchspielen. Ihr seht unten rechts einen Timer, wann die Welle gleich beginnen wird. Und wir holen uns jetzt einfach einmal den Witwenmacher. Mit dieser Waffe klappt diese ganze Mission am besten. Und wir warten jetzt einfach einmal, bis die Gegner hier gleich vor uns gespawnt sind. Die können uns nicht angreifen, das ist ja auch das Gute. Und die Wir schießen jetzt einfach einmal mit dieser Minigun sozusagen einfach einmal die Gegner um und beenden sozusagen unten rechts damit auch schon gleich die erste Welle, wenn wir alle Gegner getötet haben. Und ihr seht auch hier schon gerade, sobald ich alle Gegner töte, ich bekomme für jeden einzelnen Kill 10 RP. Auf 20 Wellen hochgerechnet wird es auf jeden Fall zu richtig viel RP kommen und zu richtig viel Geld. Das heißt, wir spielen jetzt einfach einmal alle Wellen durch. Das sind insgesamt, wie gesagt, 20 Wellen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich denn die 20. Welle gleich beendet habe. Und wie gesagt, wenn wir bei der 20. Welle angekommen sind, töten wir hier einfach nochmal alle Gegner, sodass die Welle gleich auch beendet wird. Und ihr seht auch hier schon gerade, wenn die Welle denn vorbei ist, die 20. Welle, kriegen wir jetzt auch schon die Meldung, dass wir den Überlebenskampf erfolgreich bestanden haben, Welle 20 abgeschlossen haben. Und wir kriegen, wie gesagt, für jedes Mal spielen für diese Mission über 58.000 GTA-Dollar und über 3.600 RP. Das Ganze ist wirklich richtig nice. Im nächsten Menü können wir diesen Job sogar noch wiederholen. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt nochmal wiederholen würden, kriegen wir nochmal das RP und nochmal das Geld. Sobald wir in der Lobby angekommen sind, seht ihr auch schon gerade oben mein Level plus das Geld, was ich mir durch diesen Job erfarmt habe. Like und Abo nicht vergessen, wenn euch dieser Money und RP-Glitch gefallen hat. Checkt gerne die Videobeschreibung ab für alle weiteren Links. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.